Positives Signal gibt es ja für die Formel 1. Zwei neue Teams wird es geben im Jahr 2006. Das eine aus Dubai und das andere das Midland Formel 1 Team. Das ist ein russischer Investor, der in Toronto lebt und dieses Team ins Leben gerufen hat. Und bisher haben wir von ihm noch nie was gehört. Aber es gibt ein exklusives Interview, das Kai Ebel mit ihm geführt hat. Bitte schön. What is your long-term plan in Formel 1? Wie sieht denn Ihre langfristige Planung für die Formel 1 aus? Die langfristige Planung ist, dass wir ein interessantes Team aufbauen wollen, ein gutes Auto und ein gutes Team haben wollen und dann Rennen fahren wollen. Das wird natürlich nicht über Nacht so sein, dass wir Rennen gewinnen können. Das wird schon noch eine Zeit brauchen, bis wir alles beisammen haben, damit das Team auch vernünftig arbeiten kann. Aber letztlich, denke ich, werden wir dann an der Spitze mitfahren können. Ja, sprechen wir mal über Geld. Wie viel muss man da investieren? Ist heute etwas schwierig zu sagen, wie die Investition aussieht, denn das wird vom Reglement abhängen, von Änderungen, die bis 2006 vielleicht noch eintreten werden. Aber wir gehen mal davon aus, das liegt in der Größenordnung von etwa 100 Millionen Dollar. Also auch eine ganze Menge Geld, die man da in die Hand nehmen muss. Also zwei neue Teams, das von Alexander Schneider Midland und das Dubai-Team dann 2006. Aber wir wissen natürlich immer noch nicht, was ist mit Jordan, was ist mit Minardi. Gibt es vielleicht einen Käufer für Jaguar? Das sind sicherlich Fragen, die nach der Saison geklärt werden. Auf jeden Fall.